Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Freitag, den 20. Oktober. Ja, und heute ist Portaltag. Schaut mal, wie ihr die Energie erlebt. Gebt mir da wirklich sehr gerne einfach auch mal Rückmeldung. Ich habe euch schon ein paar Mal gebeten. Ich meine das wirklich ernst. Mich würde wirklich interessieren, wie es euch da geht, wie ihr vielleicht auch da mal Unterstützung braucht, Anleitung, was euch da wohltun könnte, ne? Auch an Klärung. Ja, natürlich ist, ne, ist eine starke, wichtige Energie. Ja, uns wird vielleicht manches heute auch klarer. Ne? Die Schleier zwischen den Welten, die sind heute dünn, morgen auch. Ja, morgen haben wir ja noch einen Portaltag gleich, also geballte Ladung heute und morgen. Kann das aber eben wirklich auch sehr wichtig und wohltuend sein, ja, dass wir dann auch vielleicht besonders viel schaffen und bewältigen, ne? Uns ganz viel klar wird und wir das gut aufnehmen können und ja, einfach auch gut für uns integrieren können. Ja, es sind vor allem wohl auch innerliche Sachen, aber es können auch äußere Angelegenheiten sein, ne? Dass wir sehr viel Kraft und Energie bekommen für etwas, ne? Etwas zu erledigen, ne? Vielleicht auch zu Hause, wie gesagt, anzugehen. Ja? Hier einmal auch noch die Möglichkeit ist, ja, vielleicht auch etwas Behördenkram zu erledigen, ne? Oder Anrufe einfach auch mal, sich dafür wieder Zeit zu nehmen oder ja, eine zweite Chance für etwas gut zu nutzen, ja, dieses Mal. Schauen wir, was haben wir jetzt hier noch genauer, welche Auskunft bekommen wir genauer? Kraft und Stärke, ja, wunderbar. Kraft, Mut und Stärke mit dem Bären, das ist doch toll. Und der ist eben auch beharrlich, gemächlich. Also das spielt diese Woche eine große Rolle. Ja, ist auch mit sehr viel Weisheit verbunden. Ja, kommt uns da viel Weisheit zu, auch über unsere eigene Stärke. Ja, vielleicht spielen tatsächlich Begabungen, Talente diese Woche eine Rolle. die wir hier anschauen dürfen, ja, vielleicht unsere eigene Herausragendheit da, ja, auch selber mit pushen dürfen, ne, und voranbringen, arbeiten wir vielleicht heute mit ganzer Kraft und Stärke nochmal am Endergebnis, ja, für irgendetwas, ja, für eine persönliche Angelegenheit, ein berufliches Projekt oder was auch immer, ja. Bekommen ja auch vielleicht sehr gute Unterstützung, ne, durch auch Seelenpartner, ne, und das muss jetzt nicht nur in der Liebe sein, ne, da können sich auch andere, die hier auf gleicher Wellenlänge schwimmen sozusagen, ja, eben ja, ähnliche Kräfte und Stärke haben oder überhaupt eben die Kraft und Stärke bringen, ja, Unterstützung bringen, hier hinzugesellen, ja. Vielleicht ist es ja, dein Vorgesetzter, der dich heute auch sehr unterstützt oder der bedeutsam wird irgendwie oder, ne, dein Vater, sind es Vaterthemen vielleicht tatsächlich? Ja, vielleicht spielt heute auch, wie gesagt, in der Liebe ein Seelenpartner eine Rolle. Gibt es hier zweite Chance für etwas, um es zu klären, vielleicht auch mit deinem Ex-Partner etwas zu klären, ja, gerichtliche Angelegenheiten könnten das ja vielleicht sein, Ex-Partnerin kann das natürlich auch sein, jetzt nicht nur auf einen Mann bezogen, aber ja, ist schon auch eher die männliche, väterliche Energie, ja. Ja, Weisheit, vielleicht spielt ein älterer, weiser Mensch eine Rolle, ja, schauen wir mal, inwiefern, ja, Wunderfüllung. Wie gesagt, die ganzen Themen hier. Ich kann mich da nur wiederholen, ja. Kommt hier Wunscherfüllung rein, ne? Gerade auch tatsächlich in vielleicht in Seelenpartnerschaft, dass du hier jemanden wieder noch einmal begegnest, die Chance hast, auch für Versöhnung, ne, für Kennenlernen, ist das einfach, ja. Lernst du heute vielleicht jemanden kennen, gerade wenn du abends weggehst, ja, der ganz deinen Wünschen entspricht. Ja, insofern, ja,
mach dich auf den Weg nach draußen, ja, vielleicht auch zu einer Feierlichkeit. Das hatten wir ja diese Woche alles schon mit dabei. Ne, komm raus aus deinem Rückzug, ja, trau dich, hab den Mut, vielleicht auch hier auf jemanden zuzugehen, endlich vielleicht auch zuzugehen. Vielleicht gibt es jetzt hier endlich auch die Möglichkeit, ne, oder noch einmal eben die Möglichkeit, aufeinander zu treffen und ja, dann miteinander sozusagen in den Fluss zu kommen, ja. Aber ne, das kann auch nur auf uns selber bezogen sein, ja. Kommt es hier einfach auch hinsichtlich ja, einer Stärke zur Wunscherfüllung, gelingt etwas wunderbar, ne? Kommt eine Sache gut zum Abschluss, ne? Vielleicht auch die Arbeitswoche, vielleicht war das für dich eine wichtige Woche in der Arbeit, im Arbeitsteam mit einem bestimmten Projekt und ja, oder auch mit Prüfungen, wie auch immer, ja. War es dir selber wichtig, ne? Gesundheitlich vielleicht auch wieder in Kraft und Stärke zu kommen, ja, auch das ist ja angezeigt. Ist eine bestimmte Stärke, die dir anvertraut ist, ja, hier wirklich auch für dich wohltuend, ja, kommst du dem vielleicht auch endlich auf die Spur, kannst dem von Herzen einfach auch zustimmen, aus ganzer Seele, ne? Ja. Ja, und natürlich, die 9 der Kelche zeigen auch Zufriedenheit an, Selbstzufriedenheit. Ja, kommt heute hier vielleicht auch so ein bisschen Trägheit hinein, ne? Ja. Aber natürlich, eben, das gehört auch dazu, dass wir uns zurücklehnen, das einfach würdigen und anerkennen, was geworden ist, was wir gemacht haben, den Einsatz, den wir geleistet haben für etwas, ja, den Mut, das Engagement, ne, vielleicht auch eine andere damit ins Boot zu holen oder was auch immer, ne, unsere ganze Kreativität einzubringen, unsere ganze Kunstfertigkeit, ja, würdige das einfach auch, ja, auch mit anderen zusammen. Das muss nicht heißen, dass du das hier alleine tust, ne? Aber für dich selber, für uns selber kommt jeweils eine eigene große Zufriedenheit auch hinein. Ja. Ist das vielleicht auch wichtig, ne? Ja, stärkt uns das natürlich einfach auch selber, ne? Hier einmal selber auch zu würdigen, was geworden ist. Wer wir sind, wie wir sind, was wir können. Ja, ja, auch, ne? Was geworden ist, ja, die Liebe. Guck mal hier. Ich werde mich darin üben, das Gute in allem zu sehen. Ist das vielleicht eine Stärke auch? Bringt es Kraft und Stärke, ne? Diese Einstellung in der Liebe, ja, zu fördern? Zu wagen, ne, einzusetzen, wieder mal ein Stück weit mehr zu üben, ne, bringt das hier ja auch in Wunscherfüllung hinein, ja, in Liebe, ne, bringt dich in Selbstliebe einfach auch hinein, ja. Ich werde mich darin üben, das Gute in allem zu sehen, ja. Ja, das wünsche ich euch. Auch sehr viel Liebe für euch selbst, aber durchaus auch zueinander im Kollegium, in Seelenpartnerschaften, ja, in der Familie natürlich auch, ja. Ja, auch zu dem, was eure eigene Kraft und Stärke ist, ne? Ja, und in zur göttlichen, geistigen Welt natürlich auch. Die Spiritualität, pflegt die einfach. Vielleicht ist das eure Kraft und Stärke auch, ja. Ja, alles Liebe dafür und bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.